Manchmal geht es um Klasse und Masse. Die neue EdgeTech S800 Profiline von HOMAG ist so ein Fall. Die Lösung für Hochleistungskantenbearbeitung bringt noch mehr Schwung in die Möbelproduktion. Ideal bei kommissionsweiser Fertigung. Das Besondere an der Anlage ist die ideale Kombination aus Mechanik und Steuerung. Und vor allem in dem Steuerungsbereich haben wir durch das Sammeln von Bauteilen, durch das Sammeln auf der Rückführstrecke, durch das schnelle Umsetzen unheimlich viel Leistung in die Gesamtlösung gebracht, in die Zelle. Und damit bieten wir dort eine sehr gute Leistung zu einem sehr vernünftigen Preis. Die neue Baureihe verfügt über ein Fügefräsaggregat, ein Verleimaggregat und ein Magazin mit 24 Rollen. Außerdem ist sie mit einem LaserTech-Aggregat sowie mit Hochleistungs-Servo-Aggregaten für die Nachbearbeitung ausgestattet. Durch ein neues Werkstückzuführsystem mit einer Vorschubgeschwindigkeit von bis zu 35 Metern pro Minute steigt die Werkstückanzahl pro Schicht noch einmal deutlich an. Dank der Funktion Rüsten in der Lücke wird die Produktivität noch weiter gesteigert. Hierzu berechnet die Steuerung die zur Umrüstung benötigte Lücke und sperrt solange den Einlauf der Maschine. So kann auf ein Leerfahren verzichtet werden. Und das neue NUT-Aggregat SF25 Servo verkürzt zusätzlich die Rüstzeiten beim Wechsel auf unterschiedliche NUT-Breiten. Darüber hinaus begeistert die EdgeTech S800 Profiline durch zahlreiche weitere Features und Details. Von reduzierten Lärmemissionen über bessere Beleuchtung und Bedienbarkeit bis hin zum leichteren Zugang zu Trenn- und Reinigungsmitteln. Auf der Ligna zeigt HOMAG die leistungsstarke Kantenbearbeitungslösung in Kombination mit der Rückführung LoopTech C500. Selbst wenn die Werkstücke vor der weiteren Bearbeitung um 180 Grad gedreht werden müssen, erzielt diese Rückführung die volle Taktleistung. Durch intelligentes Sammeln und Vereinzeln erhöht sie die Taktleistung sogar. Verbunden werden die Rückführung und die Kantenanleihmaschine durch perfekt aufeinander abgestimmte Schnittstellen und durch die übergreifende Steuerung Woodflex. Mit bis zu 35 Teilen pro Minute werden hier Leistungssteigerungen von bis zu 100% möglich.